Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Es geht weiter. Wir sind möglicherweise noch im Weltraum, möglicherweise aber irgendwo auf Afrika. Ich kann es absolut nicht einschätzen. Ich habe mich nur offscreen nochmal umgeschaut. Ich meine natürlich, dass ich offscreen ein bisschen was gelesen habe. Schatz, was genau machst du da? Stille Feuerbereitschaft her! Stein geladen, Feuer! Ah, das ist ja cool. Das war jetzt ein äußerst glücklicher Zufall. Ich wollte nämlich eigentlich gerade darüber reden, dass ich mich offscreen noch mal ein bisschen zur vergessenen Welt belesen habe. Denn ich bin ja eigentlich der Meinung, dass es dazu damals eine Serie gab. Die gab es bestimmt auch. Ich habe einfach nur rumgeschaut, weil mir lag der Name des Autors ja beim letzten Mal auf der Zunge, aber ich habe mich nicht getraut, ihn auszusprechen und ich bin auch froh, dass ich es nicht getan habe. Es wäre ohnehin der falsche gewesen. Es ist von Arthur Conan Doyle, denjenigen, der auch Sherlock Holmes geschrieben hat. Und allerdings hat sich Real Troll hier wahrscheinlich eher von dem Film beeinflussen lassen oder vielleicht auch von der Serie, ich weiß es gerade nicht genau, weil ich habe dann nicht mehr weiter nachgeschaut, muss ich eher offen zugeben. Ich habe nur geschaut, dass 1992 ein Film rauskam und da wurde das Setting nach Afrika verlegt. Denn ursprünglich, im eigentlichen Buch, da war es in Südamerika. Aber na gut, jetzt hat sich sowieso irgendwas in den Vordergrund gedrängt. Nein, hat sich nicht. Wir müssten einfach nur Enter drücken. Alles klar, jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber das kann auch passieren. Wir müssen uns hier nach wie vor in dieser... Oh, Schlangen, interessant. Ja, ein Gewächs, das hier nicht reinpasst. Das finde ich sehr schade, dass es... Wirklich näher heran, ja. Und ab! Eindringlinge in unser Revier! Ah ja, kein Problem. Kleine Schlangenkrieger, die machen wir schnell platt. Habe ich inzwischen nicht mehr geheilt, aber... Ich sehe aktuell erstmal Prüfratze. Schock, so entsetzt sich, dass es wehtut. Probieren wir direkt mal aus. Klingt auf jeden Fall ganz nett. Und Gruppenheilung kann nicht schaden. Und Eis ist, glaube ich... Ziemlich gut in dieser vergessenen Welt. Das hingegen war ziemlich brutal. Okay, ich denke mal, die beiden dürfen... Ja, wobei, warum einfach nur nochmal reinhauen? Ich meine, das kostet 5 MP, das ist tatsächlich nicht so besonders viel. Und Eleonore kann sich mal bereit machen, den armen Heisen zu heilen. Und zwar mit der Hälfte seiner Trefferpunkte. Konnte kriege ich ja noch nie leiden! Ja, die Schlangen machen nicht so besonders hier. Aber ich bin mal gespannt. Die Schlangen werden bestimmt auch eine eigene Kultur haben. Ich selbst habe auf jeden Fall mal eine... Also ich erinnere mich zumindest irgendwie so daran, dass ich damals mal eine Serie geschaut habe, die die vergessene Welt hieß. Und deswegen würde ich auch annehmen, dass es so eine Serie auch tatsächlich gibt. Aber ich habe die jetzt nicht so aktiv... Oder beziehungsweise ich habe es jetzt wahrscheinlich schon aktiv geschaut. Aber es ist schon so extrem lange her, dass ich schlicht und ergreifend keine Erinnerung mehr daran habe. Ja gut, außer Heisen, der kann sowieso mal Magie spammen. Falls die Stange überhaupt bis dahin überlebt. Ja, tut sie. Genau lang genug, um Heisens Angriff abzubekommen. Bekommen wir irgendwas von den Viechern? Nein, nur ein paar Reste einer großen Echse. Schade. Wilde allesamt sind ja ekelhafte Riten. Du willst das doch nicht etwa abnehmen? Plane das in der Tat. Du wirst das anfassen? Du nimmst einen Schädel. Komm mir mit dem Ding bloß nicht zu nahe, Schatz. Erinnert mich daran, als ich damals in den Katakomben von Wien... Ich möchte es lieber nicht weiter ausführen. ...das Gesetz gebrochen habe. Ja, mehr oder weniger. Aber hey, wir waren alle Jugendliche und das war auf jeden Fall ganz nett. Und witzig. Und jugendlicher Leichtsinn. Mehr dazu vielleicht in den Kommentaren. Aber nur dort. Ein Steg mitten im Urwald. Das kann nur bedeuten, dass hier jemand ist. Schnell, suchen wir ihn auf. Ja, möglicherweise Schlangenmenschen. Oh, ich pflichte Ihnen da ganz bei, dass dieser Steg künstlich geschaffen wurde, Gnädigste. Allerdings lautet die Frage womöglich nicht, wer hat ihn erbaut, sondern was hat ihn erbaut? Potz, Blitz! Wo kam denn das her? Ach, was? Weiter! Ja, das war eigentlich schon seltsam. Es hat doch eigentlich keiner den Namen des Doktors gesagt. Und trotzdem hat es angefangen zu blitzen und zu donnern. Und na, es hat eigentlich nur geblitzt.
Der Donner war, wenn dann, ziemlich leise. Oh, Moment, das sind keine Schlangenmenschen. Was zum Teufel? Sind das Froschmenschen? Ich vermute. Oder Fischmenschen? Ich habe keine Ahnung, aber sie sind grün, deswegen sind es im Zweifel Frösche. Ich habe keine Ahnung. Verschwinden, Fremdlinge! Wir wollen hier keine. Kermits! Was habt ihr denn da? Siehst du, Schatz? Die Herren wundern sich auch, was du nur mit diesem widerwärtigen Schädel willst. Dieser Schädel, ich erkenne ihn. Es ist Prinz Kiemos. Bist du sicher? Ich hatte ihn größer in Erinnerung. Mit mehr Körper, mehr Haut, mehr Leben. Es ist Prinz Kiemos. Oh. Und seine frechen Mörder wagen sich auch noch an unsere Tore. Oh, da ist die Stimme weg. Mörder? Aber was reden Sie denn da für einen Unsinn zusammen, Herr Molch? Ah, Molche sind es also. Aber sie machen Krötenfroschgeräusche und deswegen, ja. Prinz Nixos, ich dachte, du wärst... Denken du? Bei meinem königlichen Warzen, du bist ein Molch. Vergiss das, ne? Ich glaube, wenn ich so weiterspreche, habe ich morgen keine Stimmbänder mehr. Verzeih, Herr, ich wollte natürlich nicht. Geh mir aus dem Weg, Liederer! Der Dschungel spuckt aber auch täglich neue Arten aus. Was seid ihr denn? Da geht's wieder los. Gestatten von Magwitz. Scheußlich. Man mag gar nicht mehr vor die Tür gehen, wenn einem so etwas zu erwarten droht. Hä? Wie meine? Sag mal, ist das etwa der Schädel meines Bruders? Den du da unter dem... Es ist echt maximal anstrengend. Den du da unter dem Arm trägst, Rangling? Glaube kaum, gehört mir. Sein Bruder ist ein Gerippe. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Wie schaffen Sie es, nur das auszusprechen, was andere nicht einmal zu denken verbrechen, mein Lieber? Ihr merkt es doch zu spotten, ihr feigen Mörder. Ergreift sie, meine Wachen. Fängt er auch noch an mit diesem Mördergefasel? Hasst er das langsam? Wollt ihr das Verbrechen aber noch leugnen? Und überlegen Sie doch einmal. Würden Mörder freiwillig zur Wache spazieren? Vielleicht sind er einfach nur sehr dumme Mörder. Andererseits. Ich will euch in Augenschein nehmen. Na, hat er sich von der Lauterkeit unserer Gemeinschaft überzeugt? Na, ja, das war ziemlich cool. Ich geht. Wohl verrückt geworden, Kerl. Was schlappert er uns denn mit seiner Zunge ab? Vielleicht seid ihr unschuldig, vielleicht doch nicht. Okay, probieren wir es vielleicht doch lieber ein kleines bisschen anders. Wenn wir zumindest eines in diesem Part gelernt haben, dass man doch nicht mit so einer Stimme sprechen sollte, weil das tut dann nach einiger Zeit echt ganz schön weh. Also das kann man echt mal für eine Sekunde oder zwei machen, aber länger solltet ihr das auf jeden Fall nicht tun. Aber dafür bin ich ja da, damit wir alle etwas lernen können. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht leisten, die potenziellen Mörder meines Bruders laufen zu lassen. Ich habe gerade etwas Kontaktgift auf euch abgesondert. Kontaktgift! Wachen! Gift? Das gab's vorher im Spiel noch nicht, diesen Status. Sie sind ein übler Strolch, mein Herr. Wie kann man nur zu solcher Tücke fähig sein? Schwatzt nicht! Eure Zeit läuft ab. Das Gift beginnt zu wirken und in Kürze seid ihr tot. Es sei denn, ihr könnt in der Zwischenzeit den Beweis eurer Unschuld erbringen. Ach, und wie viel Zeit haben wir? 15 Minuten. 15 Minuten. 15 Minuten. 15 Minuten. Schatz, wenn du so weitermachst, dann ist nur noch 14 Minuten. Das Weibchen hat recht. Eilt euch, sucht einen Beweis oder sterbt. Eine unerhörte Erpressung ist das. Aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Auf, die Zeit läuft. Okay, das ist sehr wörtlich zu nehmen. Wir speichern hier mal auf dem Slot ab. Okay, haben wir also zwei Sachen in dem Part gelernt. Zum einen, dass wir nicht zu oft oder zu lange mit dieser komischen Kermit-Stimme sprechen sollten. Nein, da benutzen wir doch lieber irgendwelche mechanischen Hilfsmittel, um das einfach zu ändern. Die ich allerdings nicht besitze. In die ich mich allerdings eines Tages noch einarbeiten werde. Eines schönen Tages. Mein Plan ist ja eigentlich immer, dass ich so viel im Voraus aufnehme,
dass ich dann nach einiger Zeit, dass ich einfach irgendwann genug Zeit habe, so ungefähr, ne? Jetzt so die Frage, wo genau soll ich jetzt nach einem Hinweis suchen? Ich meine, es wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich diese Schlangenkrieger finde und die irgendwie zur Rede stelle. Hier waren wir auf jeden Fall, haben wir uns in so einem kleinen Radius bewegt. Das kam mir irgendwie alles viel größer vor. Wahrscheinlich, weil da überall Gegner waren. Versuchen wir einfach mal, ob wir wieder zurückgehen können. Diese Stellen sind immer ein bisschen anstrengend, weil man da was anderes drücken muss. Aber bis hierher war ja eigentlich alles eine Gerade, ne? Also es gab ja eigentlich nur diesen einen Weg. Genau, hier ist die Stelle, an der wir aufgekommen sind. Vielleicht kann man hier auch nach links gehen. Hier zum Beispiel geht es auch noch weiter nach unten. Das Teil möchten wir nicht mehr mitnehmen. Nee, hier geht es doch nicht nach unten. Das hier ist auch kein Gegner. Ein wertloses Trümmerstück. Okay, ich meine, ich habe jetzt sozusagen eine Viertelstunde Zeit, um zu failen. Und danach ist der Part sowieso vorbei, ne? Das ist schon maximal episch. Die Frage ist nur trotzdem, wie weit zurück wir gehen müssen. Und bei diesen Pflanzen hier scheint irgendwie nichts zu passieren. Also es muss irgendwo so sein, wo wir noch nicht gewesen sind. Den Stein hier zum Beispiel kann man auch nicht mitnehmen. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass man den Stein an einer Stelle mitnehmen konnte, aber klar. Wenn das Spiel es gerade so möchte. Weil ich dachte eigentlich so, also ich habe offscreen sozusagen geschaut, aus welcher Richtung ich gekommen bin, weil ich habe logischerweise ein paar Tage nicht mehr gespielt. Wie das eben so zwischen den Parts ab und zu mal so ist. Und dann dachte ich mir einfach, na gucke ich auch mal zum nächsten Bildschirm, da werde ich ja sehen, was da ist. Und dann habe ich einfach nur gesehen, okay, da ist eine Schlucht, naja, da werde ich wahrscheinlich nicht drüber kommen. Dann, hat sich's eben. Aber wie ihr sehen konntet, habe ich es geschafft, über die Schlucht drüber zu kommen. So, hier unten geht es jetzt zu den Froschkröten-Amphibienwesen, Menschen. Ja, genau. Das bedeutet also, wir nehmen da oben einfach mal rechts den Weg. Vielleicht führt der uns ja irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Zu weiteren Schlangenkriegern höchstwahrscheinlich. Die Frage wäre natürlich nur, was würde... Oder, naja, denn es ist einfach nur eine Truhe und dann endet es dort. Oder kann ich vielleicht in das Dorf rein? Ist natürlich äußerst ungünstig. Hätte ich vielleicht einfach den Schädel nicht mitnehmen sollen. Es wäre natürlich echt doof, wenn das so einfach wäre. Nee, es muss auch eine Möglichkeit geben, das hier zu lösen. Man baut doch solche Sachen nicht einfach nur ein, um einzutrollen. Selbst ein Troll würde das nicht tun. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Wir gehen oben rein und kommen rechts raus. Nur ein paar Reste einer großen Echse. Hier haben wir den Schädel... Das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Hier haben wir den Schädel gefunden. Vielleicht lassen sich ein paar Hinweise entdecken. Wollt ihr den Fall schütteln? Auf Tipps und Tricks untersuchen? Irgendwie rumfummeln? Ich untersuche erstmal auf Tipps und Tricks. Aha! Treffer! Tipps, Tricks und Lösungen gibt es unter anderem hier. http://freenet-homepage.de/real-troll/. Okay, das war nicht besonders hilfreich. Dann versuchen wir mal, einen Pfeil zu schütteln. Gestehe! Ich fürchte, das bringt uns nicht weiter. Dann versuchen wir mal die letzte Möglichkeit. Irgendwie rumfummeln. Oh, ein Geheimgang. Ein Geheimgang? Das haben Sie gut gemacht, mein Lieber. Der fehlt mir irgendwie noch das und Dinosaurier. Und im Kampf, ja, läuft die Zeit logischerweise weiter. Jetzt ärgere ich euch natürlich. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, die Musik ist irgendwie verzerrt. So, wie wir das noch gleich... ist egal, einfach Gegner angreifen, ne? Ich verstehe schon, wie das funktioniert. So, und dann machen wir sie erstmal wieder schneller. Das Problem ist nur, jetzt muss ich hier wirklich schnell sein. Flinkheit. Schnell, 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 schnell. Zeit vergeht zu schnell. Wir haben bisher einfach nur rumgedümpelt. Näherer Kuraufenthalt. Naja, okay, es ist wahrscheinlich sowieso sinnlos, weil wir haben nur 15 Minuten. Das bedeutet, ich lade hier einfach nochmal den Spielstand, wo wir noch 14 Paar und 50 haben. Und dann probiere ich es einfach nochmal. Tja. Das fühlt sich fast nur so an, als würde ich cheaten, aber ich habe halt einfach nur wieder diesen typischen Let's Play Redfall Move gemacht, einfach mal sinnlos durch die Gegend zu laufen. Ja, weil ich eben nicht immer logisch arbeite und einfach mal zurück zum Tatort gehe. Was? Achso, alles klar. Jetzt war ich gerade irgendwie an der Pflanze Stack. So, Schulterramme, Brüllfratze, Flinkheit und warum ist Heisen eigentlich nicht geheilt? Gut, sie haben Heisen nicht angegriffen, finde ich wunderbar. Ja, okay, gut.
Die können wir mittlerweile alle ziemlich gut platt machen. Gefällt mir. Flinkheit ist jetzt natürlich nicht mehr angebracht. Da machen wir doch lieber eine mittlere Heilung. Und einen weiteren Eiskristall. Dem vorwitzigen Geflügel, dem komme ich mit Prügel. Ah, Heisen bricht zusammen, das ist nie gut. Heisen darf nicht zusammenbrechen, das ist doch der wichtigste Mann in unserem Team. Hier, sofort bricht alles zusammen, weil der gute alte Heisen nicht mehr lebt. Dann beenden wir mal seine Ohnmacht. Gewinne ruhig deinen Schock, hack ruhig mit der Spitzklaue, das ist egal. Ich glaube, nach dem Kampf müssen wir uns auf jeden Fall mal heilen. So, Schulterramme, nochmal angreifen. Leonora hat so langsam aber sicher auch keine MP mehr. Und dann Gruppenheilung 2 und Eiskristall. Ich nehme ja eigentlich mal an, dass es vom Timing her eigentlich fair sein müsste. Also, dass man auf jeden Fall noch ein paar Minuten am Ende übrig hat. Dass der Entwickler eben davon ausgeht, dass man ein bisschen rumpeilt oder das Ganze eben als Let's Play aufnimmt und ziemlich viel rumlabert. So, dann Dinge. Wundsalbe. Ja, das bringt natürlich nicht so viel, aber das Geräusch war ziemlich cool. Balsamöl. Nur für Eleonore aktuell. Der Rest braucht es nicht. Ach, im Menü scheint die Zeit nicht zu vergehen. Allerdings, wenn ich mit so etwas interagiere, dann schon. Ja, hier müssen wir dann scheinbar springen oder Rätsel lösen. Ah, wir mussten noch erwarten, dass der Fisch dort ist. Jetzt verstehe ich. Erkenne einer dieser Figuren, die vorhin um den Schädel verschlichen. Dann müsst ihr für den Tod meiner Brüder verantwortlich sein, Fremdlinge. Aber mit mir werdet ihr nicht so ein leichtes Spiel haben. Papalapap, alles, was ihm noch zu tun bleibt, ist ein schriftliches Geständnis. Danach bitte ich zum Klingentanz. Nö, der beschwört jetzt erstmal den Endgegner für uns. Habe ich vergessen, mich nach dem letzten Kampf zu heilen? Wahrscheinlich. Nein, habe ich nicht. Um Himmels Willen! Er hat unser Beweisstück zertrampelt! Glaube fast, der Fleischgoloss erkühnt sich irgendwelcher Kickgeiten! Schnapp ihn dir, Schatz! Schnapp sie dir alle. Ein Allosaurus, alles klar. Ein fabelhaftes Exemplar! Lass sie es mir nicht beschädigen! Professor? Oh, pardon, Teuerste. Wo bin ich noch mit meinen Gedanken? Auf ihn mit Gebrüll natürlich! Ich habe der Kreatur keine MP geheilt. Da war ich ein bisschen zu gierig. Faustschlag 2. Schätzen wir den Gegner erstmal ein. Und ansonsten, denke ich mal, alles erstmal wie gehabt. Machen wir uns erstmal wieder ein bisschen schneller, weil ich glaube, das könnte auch ganz nützlich sein gegen den Allosaurus. Und ich denke mal, da wird auch gegen Eis empfindlich sein, weil Dinosaurier ja. 69, denke ich mal, okay. Wow, 2000 Trefferpunkte. Ja, Stärken, Element Feuer und Schläge und schwach gegenüber Kälte, Tritte und Überraschungen. Im Grunde ist er zutraulich ein Windows-Spiel. Okay, also einfach nicht draufschlagen, sondern also keinen Faustschlag, sondern die Schulterramme und alles andere kann ja eigentlich schon fast so bleiben. Ich mach mal eine Schutzmauer auf Eleonore selbst. Oh, wow. Okay, der hat natürlich fett was drauf. Das war brutal. Das war echt ganz schön brutal, muss man schon sagen. So, die Kreatur ist K.O. Jetzt habe ich natürlich nichts, was diesen Zustand irgendwie heilen könnte. Deswegen greift er einfach mal mit seiner Schulterramme an. Und Dr. Kalbs Tinktur wird wahrscheinlich nicht das tun, was ich denke. Ein Riechwasser auf Leonore. Okay, es war ganz schön knapp. So, dann probieren wir es einfach nochmal. Schulterramme. Dann Gruppenheilung. Gruppenheilung ist ein bisschen dürr. Machen wir mal lieber mittlere Heilung. Und Eiskristall. Vorwitzige Eidechse! Nimm das! Ja, okay, wenn er hier mehrmals in den Schwanz steckt, wird das schon ziemlich schwierig. Ich probiere es nochmal. Ich habe noch ein paar Minuten, glaube ich, in der Aufnahme. Und deswegen probiere ich das einfach nochmal. Ja, wir müssen einfach nur warten, bis der Fisch da ist. So, was natürlich schon ziemlich cool ist. Ach, verdammt, jetzt wollte ich mich doch eigentlich nochmal heilen. So, jetzt aber wirklich. Die Zeit haben wir ja auf jeden Fall. So besonders viel zu heilen gibt es da nicht, aber ich mache trotzdem mal ein Balsamöl für ihn und für sie und für ihn auch.
speichere ich nochmal auf einem anderen Slot ab. Und jetzt aber wirklich der finale Versuch, hoffentlich. Ich denke mal, ich muss mich gar nicht schneller machen. Es wird schon reichen, wenn ich meine Verteidigung erhöhe, hoffe ich einfach mal. Also ich hoffe einfach mal, dass sein Angriff jetzt nicht unbedingt magisch ist. Und ansonsten, ja, ob ich ihn jetzt nochmal analysieren und werde oder nicht, werde ich dann sehen. Vielleicht, wenn er irgendwie low ist oder so. Ich finde das wirklich cool, wie er ihn einfach zertrampelt hat. Vor allem, wie ist der da bitte schon durch diesen Busch durchgekommen? Ich meine, der ist so riesig, den hätte man eigentlich schon von weitem irgendwie sehen müssen. Oder? Könnt ihr was dazu in die Kommentare schreiben. So, Schulterramme ist auch gut. Quetschsprung. Das war, glaube ich, das, was den Gegner K.O. setzen kann. Also probiere ich jetzt mal Schutzmauer auf sich selbst. Und Eiskristall. Ja, der Geist setzt aus, bedeutet einfach nur, dass man... Ja, okay, für eine Runde einfach nichts macht. Ziemlich eklig. So, dann aber nochmal Schutzmauer aufsuchen und Eiskristall. Schlägt mit dem Schwanz. Au, das macht ganz schön... Ja, wenn alle K.O. gehen, dann wird das natürlich schon schwierig. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen K.O.-Zustand zu heilen? Badekur zum Beispiel. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube es eher nicht. Sind die nur für eine Runde K.O. oder längere Zeit? Lohnt es sich, die beiden jetzt zu heilen? Eine Wundsalbe macht herzlich wenig. Ich gebe einfach mal jeden der beiden Medizin. Okay, der Allosaurus war auf jeden Fall geschockt. Okay, also K.O. gehen endet auf jeden Fall nicht nach einer Runde. Jetzt ist der Gegner K.O. Sehr schön. Jetzt ist nur die Frage, wie kann ich uns wieder aus dem K.O.-Zustand rausholen? Ich probiere mal eine Badekur auf Eleonore. Eleonore kommt wieder zu sich. Sehr schön. Dann mache ich nochmal eine Schulterramme. Die hat den Gegner auf jeden Fall K.O. gesetzt. Und Gruppenheilung. Ich hoffe nicht, dass er aus dem K.O.-Zustand schnell wieder rauskommt. Stand er gerade eben da, dass er wieder zu sich kommt? Es wäre schlecht. Es wäre äußerst schlecht. Mittlere Heilung auch von Magwitz ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Wussten Sie übrigens, liebe Freunde, dass Allosaurus eine Höhe von 3 Metern und ein Gewicht von... Gucken Sie nicht so befremdlich. Ich hielt es für eine gute Gelegenheit, darauf zu verweisen. Das bedeutet also, wir haben ihm schon die ersten X-Trefferpunkte abgezogen. Dachte, er wäre wieder zu sich gekommen. Ja, wundert euch nicht, falls es hier gerade um den Hintergrund klingelt, aber das müssen wir jetzt gerade einfach mal ignorieren. Wir sind hier gerade noch beim Aufnehmen. Wer da auch immer anruft, der... Ich wollte jetzt gerade sagen, der kann nicht mal, nein, aber der kann dann nach dem Part von mir angerufen werden. Okay, also heißt das, das Ziel des Spiels ist es einfach, den Gegner K.O. zu setzen und ansonsten Ohnmacht beenden wird nichts machen. Es gab doch irgendetwas. Ohnmacht beenden 2. Es gibt scheinbar nichts. Ja, okay, es gibt scheinbar nichts, um den K.O.-Zustand zu heilen. Das wäre ja echt ziemlich krass. Also außer natürlich das Item, das wir haben. Und ansonsten bleibt einfach alles, wie es ist. Und dann versuchen wir mal, ob wir möglicherweise in diesem Part noch unsere Unschuld beweisen können. Mit 3 Heilung brauche ich ja gar nicht. Wir müssen jetzt schnell agieren. Ah, der kommt wieder zu sich. Das ist schlecht, aber er geht sofort wieder K.O. Das ist gut. So, dann mache ich nochmal einschätzen, damit wir ihn in unserer Monsterfibel haben. Und er hat immer noch 834 Trefferpunkte. Das ist so krass. Ja gut, in dem Dorf können wir bestimmt einkaufen. Deswegen denke ich einfach mal, kann ich einfach mal noch eine Badekur auf die Kreatur machen. Ja, wobei, es ist einfach verschwendet. Es ist einfach verschwendet und... ja, dann mache ich ihm eben nur so ungefähr 200 Schadenspunkte pro Runde. Mache ich das überhaupt? 170, das ist immer noch ausreichend. Ich bin schon so oft auf mittlere Heilung gekommen, einfach weil es in mir drin ist. So, komm bloß nicht wieder zu dir, du dummer Dino. Bloß nicht wieder zu dir kommen. Allosaurus kommt wieder zu sich. Das soll er doch nicht tun. Da geht er wieder K.O. Sehr schön. Okay, Schulterramme, beste Fähigkeit aller Zeiten. So langsam müsste der doch echt mal umfallen. Das kommt schon. Runde für Runde. Runde für Runde. Ja, da bricht er zusammen. Sieg. Eleonore Level 18 erreicht. Heisen Level 18 erreicht. Sehr schön.
Kaum zu glauben, dass wir erst auf Level 18 sind. Dabei spielen wir das Spiel schon wieder so extrem lange. Alle Wetter, wir sind gerettet! Richtig! Und warum? Sehen Sie denn nicht, was der zertrampelte Schlangenmann immer noch umklammert hält? Ein knöchernes Fußkettchen mit einem goldenen Verschluss. Na und? Was will eine Schlange wohl mit einem Fußkettchen? Aber ja, es ist ein Beutestück und der goldene Verschluss deutet mir ganz darauf hin, dass das Opfer eine höher gestellte Persönlichkeit war. Ein Prinz! Nun nichts wie zurück und das Gegengift verlangt! Ihr nehmt das Beweisstück an euch und nun schnell. Puh, wir haben es irgendwie geschafft. Sogar noch innerhalb der Zeit. Wir wollen ja trotzdem natürlich gucken, ob wir ein paar Knochen unbestimmter Herkunft, ob wir nicht vielleicht doch noch irgendetwas finden. Knochen unbestimmter, nein, die Reste einer großen Echse. Ich denke mal, viel mehr gab es ja erstmal nicht. Es wird dann wohl in dem Dorf weitergehen. Ich möchte jetzt aber trotzdem zumindest noch zurück und das war ziemlich cool. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal zurück und zumindest das noch abgeben, damit der Countdown nicht mehr läuft, denn der beunruhigt mich ansonsten. Ja, und schon sind wir wieder hier. Es ist einfach nur so verwirrend, dass man da reinläuft. Keine Albernheiten jetzt! Zeit drängt! Was sollte das Geschrei? Solltet ihr nicht schon längst den Dschungel durchkämmen? Bereits erledigt! Haltet den Beweis unserer Unschuld in den Händen! Verlangen nach Entgiftungsmaßnahmen! Du und deine Gefährten seid wirklich schnell. Zeigt her, was ihr habt. Wir haben hier die Reste eines Schlangenmannes. Ich denke, Sie erkennen, was er da hält. Das gehörte meinem Bruder. Endlich! Endlich? Ihr habt mir den Beweis verschafft, den ich so dringend benötigte. Allzu lange hat sich Vater gesträubt, die Schlangen mit Krieg zu überziehen. Aber nun ist es offenkundig. Die Schlangen sind der Feind. Soll das heißen, Sie haben uns benutzt, um Ihnen zu einem Kriegsgrund zu verhelfen, mein Herr? Naja, naja, dient ihr dann wenigstens einem guten Zweck. Kümmert euch nicht um diese hohen Belange, Dschungelkreaturen. Ihr habt eure kleine Rolle gespielt. Dann erweisen Sie sich als Ehrenmann und erfüllen Ihre Verpflichtung. Das Gift ist von euch genommen. Nun schert euch weg. Ihr Betragen ist skandalös. Herr Prinz, Dixos, die Fremden haben der königlichen Familie einen Dienst geleistet, die Tradition verlangt. Die Tradition, nun glotzt nicht so. Ich kenne die Sitten ebenso gut wie du. Dann weist den Fremden ein Quartier für die Nacht zu, aber übertreibt es nicht mit den Freundlichkeiten. Dann heiße ich euch herzlich willkommen, folgt mir. Worauf warten wir noch? Vielleicht gibt es sogar ein kleines Festmahl. Ja, aber dieses Festmahl wird es dann erst im nächsten Part von Die Reise ins All geben. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und ich hoffe, ihr hattet ihn auch. Und dann würde ich mich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen und bin natürlich super gespannt, wie es weitergeht und hoffe, ihr seid's auch. Bis zum nächsten Mal hier bei Die Reise ins All.